www.zweitewelle.de, das unabhängige Handball-Online-Magazin. So, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Pressekonferenz des Spiels TSV Hannover-Burgdorf gegen HSV Hamburg. Endstand 28:39 für den HSV Hamburg. Ja, es war in der ersten Halbzeit teilweise ein spannendes Spiel. In der zweiten Halbzeit hat Hamburg dominiert. Natürlich hat wie immer das erste Wort unser Gast aus Hamburg. Ich grüße damit Martin Schwalb auf meiner linken Seite und natürlich auch Aaron Christiansen auf meiner rechten Seite. Martin, wie hast du das Spiel deiner Mannschaft heute gesehen? Ja. Auszeit nimmt oder wieder die Auszeit nimmt. Und in diesem Fall war es an mir,
der Mannschaft ganz einfache Sachen auf den Weg zu geben. Manchmal sind das taktische Auszeiten, dass man taktische Sachen ansagt, aber in dieser Auszeit war es so, dass ich einfach gesagt habe, Leute, wir brauchen mehr Aggressivität in der Abwehr, wir brauchen mehr Stabilität in der Abwehr, um eine Hand in dieses Spiel reinzubekommen. Und das haben die Jungs in der Situation sehr gut gemacht. Aber ich glaube, da sollte sich die Trainer auch nicht so richtig nehmen und da sollte man auch nicht so viel Druck auf die Trainer ausüben, dass sie immer ihre richtigen Auszeiten dann nehmen müssen, denn das kann kein Mensch, das Ding kann auch mal schön nach hinten losgehen. Aber ich freue mich natürlich, dass es heute so geklappt hat. Ja, das denke ich auch. Diesmal hat es zumindest geklappt. Okay, Aaron, nachher hast du die Abwehr noch umgeschwenkt in der zweiten Halbzeit. War das einfach eine Möglichkeit? Die Mannschaft hat eigentlich in der zweiten Halbzeit doch immer mal gekämpft und auch bis zum Schluss gekämpft und wollte zumindest ihre Tore erzielen. Die Abwehrumstellung, war das auch ein Mittel, dass du versucht hast, einfach noch mal ein bisschen den Abstand zu verkürzen? Ja, das haben wir probiert, dass wir wollen diese Zeit drin haben, die ganze Zeit und um jeden Tor kämpfen. Und das ist wichtig für uns und wichtig für unsere Zuschauer. Und, aber wir haben noch in die zweite Halbzeit zu viele einfache Fehler gemacht in die Angriffe. Und so haben wir also halt HSV einfache Tore auch gemacht in die Gegend. Also das ist war ein bisschen schwierig. Und die hatten einen guten Tag, so ist es sehr handelbar und schön. Ja, vielen Dank, Aaron. Zweite Welle, immer am Ball. Von Aaron. Wie hast du die Situation Anfang der zweiten Halbzeit gesehen, die zu deiner gelben Karte geführt hat? Ja, das ist, glaube ich, dass die Schiedsrichter in diesem Moment ein bisschen viel Respekt vor Hamburg und das, was die. Das ist die Grund. Respekt vor Hamburg und Respekt vor einer Entscheidung, die er kritisiert und dafür müssen wir klar, das ist auch klar. Weitere Fragen? Ja, wenn das nicht der Fall ist, dann bedanke ich mich für heute, wünsche euch einen guten Nachhauseweg und natürlich für die Zukunft alles Gute. Dass ihr vielleicht eine Hand an die Schale bekommt oder vielleicht auch zwei. Und Aaron, für euch alles Gute, jetzt eine Woche Pause. Dann geht es nach Berlin für uns zum Pokalspiel und da wird ein Sieg gefeiert. Hoffentlich. Vielen Dank. www.zweitewelle.de, das unabhängige Handball-Online-Magazin.